Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute zu einem Ankündigungs- und Community-Aufforderungsvideo, denn ihr habt es im Titel schon gelesen, genau, zeigt mir eure Gaming-Setups. Es ist schon eine Zeit lang her, dass ich mal sowas gemacht habe, ich glaube letztes Jahr im Mai müsste das gewesen sein, aber ist jetzt auch egal. Fakt ist, ihr habt euch sicherlich schon die eine oder andere Sache neu gekauft und ich bin neugierig, so wie sonst auch, und hätte ganz gern mal gewusst, was habt ihr denn da alles so verbaut oder was steht denn so alles bei euch? Wenn ihr dabei sein wollt, hier sind die Spielregeln. Als allererstes müsst ihr mir eure Sachen in dem Channel Gaming Setups auf meinem Discord reinhauen. Ich habe das mal auf Twitter gemacht, ich habe es mal auf Instagram gemacht, das hat leider nicht so hundertprozentig funktioniert. Deswegen ist Discord aus zwei Gründen die bessere Variante. Erstens, es bleibt dauerhaft dort, nicht wie zum Beispiel als Instagram Direktnachricht, wo man nur einmal draufklickt und dann kann man das Bild leider nicht mehr aufrufen, weil dann die Schaltfläche ausgegraut ist. Wenn halt derjenige als Beispiel sein Setup raushaut und ein anderer fragt wiederum, hey, wo hast du das übrigens her? Dann entsteht eine Kommunikation und das ist ja auch das, was wir wollen, oder etwa nicht? Na, jedenfalls habe ich mir gedacht, das wäre doch die beste Lösung. Außerdem gibt es auf meinem Discord alles Mögliche, wie zum Beispiel Ankündigungen zu Streams, Videos, Instagram-Posts alle zwei Tage, wann meine Kollegen auf Twitch online gehen, ein Streckenguide zu F1 22 wird dann noch überarbeitet, dann gibt es noch eine Vorstellungsrunde, selbst eine Self-Promotion, wo ihr eure Videos reinhauen könnt, gibt es da. Und sogar einen Marktplatz und ACC-Setups und fragt nicht nach Sonnenschein. Alles Mögliche gibt's da. Weiter im Text. Es ist völlig egal, ob ihr am Schreibtisch zockt oder in einem Simrig, so wie ich hier. Es ist völlig egal, ob ihr auf der Tastatur zockt, auf dem Controller oder auf dem Lenkrad. Ist mir eigentlich völlig Hupe. Wichtig ist, dass ihr mir 5 hochauflösende Bilder in dem Format 16:9 bzw. 1920x1080 Pixel bitte rüberschickt. Ganz wichtig, bitte kein Video, das wäre nett. Was auch wichtig ist, ist eine detaillierte Beschreibung eures Setups. Bei Monitoren würde ich euch bitten, nicht unbedingt die Modellnummer reinzuklatschen, also nicht sowas wie, hey Mike, ich habe den Acer A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal, aber das, so eine Modellnummer brauche ich nun wirklich nicht. Es reicht die Marke, die Zollgröße, die Herzanzahl, mehr brauche ich nicht. Euch muss klar sein, ich kann natürlich nicht jeden dran nehmen, ne? Und deswegen eine kleine Bitte, je interessanter eure Bewerbung wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau dich dran nehme. Also wenn einer nur 3 Bilder reinklatscht und sagt, hey Mike, das ist mein Setup und das war's, nee, sorry, dann nehme ich dich nicht dran, tut mir leid. Ihr habt Zeit bis Freitag 18 Uhr, einfach aus dem Grund, weil am Samstag ab 18 Uhr wollte ich auf Twitch darauf reagieren. Dann haben wir seitens der Matrix ein Wreckfest-Turnier, an dem ich teilnehme, was ich auch auf Twitch live streame. Und danach wollte ich daraus ein Video machen, also von den Reactions von euren Gaming-Setups. Wenn das wiederum online gekommen ist, schnappe ich mir meine Kamera und dann mache ich mein Setup-Video, wie es bei mir so aussieht. Von meinem Schreibtisch, von meinem Simrig, von meinem Regal und, naja, quasi meine ganze Gaming-Ecke. Es gibt jetzt noch ein einziges Video zu F1 21, nämlich das Liga-Renn-Highlight-Video der MXL in Saudi-Arabien. Und dann ist das Kapitel F1 2021 geschlossen, denn wir alle freuen uns ja auf F1 22 und ich habe für F1 22 schon sehr viele Videos geplant. Seid auf jeden Fall schon mal darauf gespannt. Und dann würde ich mal sagen, haut rein. Bis zum nächsten Video und ciao.